Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe heute für euch einen Sonntags-Beauty-Haul. Und zwar, ich habe bei Amazon etwas gekauft, ich habe etwas bei Beauty Bay gekauft, ich habe etwas bei Primark sogar, glaube ich, gekauft und noch bei so anderen diversen Shops. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr voll Lust darauf habt, weil ich habe jetzt gestern euch das Monatsfavoritenvideo hochgeladen, weil ich einfach mittlerweile ganz cool dabei bin, gerade auch viel durchzutesten. Und ich habe jetzt halt, wie gesagt, noch ein paar Produkte, die ich euch gerne zeigen würde, die ich neu gekauft habe und die ich euch einfach nicht vorenthalten möchte. Und bist du noch nicht Teil der Community auf diesem Kanal, dann mach das doch bitte, indem du einfach ganz kostenlos das Abonnement-Button drückst und Teil unserer Community wirst. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Auf diesem Kanal gibt es jetzt auch immer wieder neuen Mama-Content. Also es wird demnächst hier bestimmt einiges Mama-Content-lastiges geben, da ich mich bald in der 30. Woche der Schwangerschaftswoche bewege, also am Dienstag nächste Woche. Und bevor ich hier noch weiter schwätze, ich zeige euch jetzt einfach, was ich diesen Monat Tolles noch gekauft habe. In diesem Monat gab es, glaube ich, wieder eine Collab-Welle vor lauter Collabs, ja. Kann man ja schon gar nicht mehr wissen, was man eigentlich genau nimmt und was nicht. Ich habe als allererstes bei Amazon die neue Luvia Cosmetics Maxime Giacomo Highlighter Palette. Und das wäre das Schätzchen. Da ist noch der Pinsel, der ist aber in Benutzung. Ist voll süß, so ein kleiner hat. So ein kleiner süßer Pinselchen, wo man halt echt ganz gut Highlighter auftragen kann. Das ist von Maxime Giacomo und Luvia Cosmetics die Highlighter-Palette. Ich blende euch hier mal einen Amazon-Code ein. Ich hoffe, dass er noch funktioniert. Froll30L. Und so sieht das Schätzchen aus. Sehr, sehr geile Konsistenz, muss ich sagen. Ich bin noch nicht ganz einig darüber, wie ich die ganzen Farben finden muss, weil diese vier Farben gar nicht leider für mich funktionieren und eigentlich nur die Farbe Can Relate. Das finde ich halt super, super schade, aber macht es jetzt nicht zu einem Fail, sondern eigentlich eher zu etwas, was sehr typisch ist. Ihr könnt praktisch zu helle Häutchen kriegen zu wenig helle Highlighter, zu dunkle Häutchen haben praktisch keine Highlighter im bronzefarbenen Ton, die denn funktioniert. Und das ist natürlich ganz schwierig einzuschätzen, gerade für jemand, der praktisch neu in der Community ist. Und ich denke mal, für die Qualität muss ich echt sagen, ihr zahlt einen knapp 21 Euro für die Palette. 6 Highlighter, eine tolle Größe, kann man echt nichts sagen. Dann habe ich auch meinen Monatsfavoriten schon drin gehabt, die Alicia Marie Palette. Die habe ich jetzt, ich glaube, nach dem zweiten Mal versucht, habe ich die bestellt. Leute, das ist ein solcher Traum. Das ist also wirklich, das ist so eine Palette, die ich so krass durchdacht finde. Also da ist es zum Beispiel so, ihr könnt halt, das ist eine Palette, die steckt ihr ein und geht damit in den Urlaub und ihr könnt alles schminken. Ein bisschen fehlt mir da halt so ein richtig dunkles Braun oder ein Schwarz, aber das ist halt einfach etwas, was man halt auch nicht immer haben kann. Wir haben hier eine Setting Shade, wir haben hier ein super schönes, mattes Mustard, das ist halt so geil und dann die ganzen Duochromes sind sick. Die sind richtig krank, Leute. So geile Paletten, die BH Cosmetics rausbringt. Da muss ich echt sagen, shit, richtig geil. Das ist eigentlich, muss ich echt sagen, von all den Paletten, die ich von BH besitze, die bestdurchdachteste und schönste Palette. Ja, ich finde die super, super schön. Ich habe die auch als Fangirl auf jeden Fall gekauft. Liebe Alicia, wenn du das je sehen solltest, du hast den Shit damit produziert. So eine schöne Palette, sage ich euch. Also da kann man gar nichts dagegen sagen. Ich finde auch das Packaging sehr toll. Ich finde es auch geil, dass da halt keine Highlighter, keine Rouge-Zeug drin ist. Ich finde zum Beispiel vom Format her war die Miss Bella Paletten, also egal welche, schon mal auf dem ganz richtigen Weg. Aber Alicia hat es halt echt gekillt. Und dann habe ich diesen Monat drei neue Foundations, wo ich jetzt halt noch nichts sagen kann darüber. Und zwar habe ich einmal die Dose of Colors Foundation. Das ist die im Medium 10. Die heißt Meet Your Hue. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall irgend so eine relativ matt, semi-matte Foundation. Ich bin echt gespannt, wie die aussieht. Auf meiner Haut trage ich die Zoeva Authentic Skin Luminous Foundation. Sehr, sehr geile Foundation. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe fettige Haut. Ich puder das ab und es ist einfach der Shit, Leute. Und ich puder am liebsten ab mit meinem Jeffree Star Puder. Ich habe mich ein wenig in der Farbe vergriffen. Und zwar
hatte ich mir dieses Bananapuder gekauft und könnte mir voll in den Arsch beißen, weil ich kann das wirklich nur in den äußeren Bereichen benutzen, wo ich auch bronze. Und habe mir jetzt nochmal das Translucent dazu bestellt. Und zwar dieses Puder, das ist halt so geil gepackaged. Das ist halt, okay, der Sift ist jetzt halt ein bisschen schmutzig. Das riecht halt voll nach Zuckerwatte, sage ich euch. Richtig geil, ja. Und das Einzige, was ich halt bemänge, ich habe das halt beim 20% Sale gekauft. Deswegen habe ich es auch gekauft. Da liegt da trotzdem bei 20 Euro. Es ist sehr wenig Produkt, ja. Wenn ich halt überlege, mein Peaches and Perfect, das ist jetzt meine erste Dose seit fast 8 Monaten und ich benutze das täglich und es ist immer noch relativ gut voll, dass ich sagen kann, okay, das reicht mir jetzt noch eine Woche. Ein Hammerpuder, sage ich euch. Ey, ihr seht so flawless aus. Und dadurch, dass ich jetzt halt in knapp 5 Wochen verheiratet bin, also ich heirate, ist das ehrlich gesagt der absolute Hammer, sage ich euch. Also das Produkt macht unglaublich schöne Haut. Und dann habe ich noch mal eine Foundation. Heute ist ein super, super schneller Haul-Tag, muss ich sagen. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht viel gekauft, aber das, was ich gekauft habe, hat mir gerade gereicht. Das war teuer genug. Und dann habe ich ganz neu, die habe ich allerdings noch nicht getestet, die neue NYX Born to Glow. Und zwar, ich habe die Matte davon probiert. Die war ganz schlimm. Ganz schlimm, sage ich euch. Die sah bei mir, das ist Stay, das ist auch so eine Flasche, die sieht aus wie hier. Die sah ganz beschissen aus. Die hat bei mir, die ist rumgerutscht. Die hat sich angefühlt, wie wenn die voll auf Silikonbasis ist. Das hat mir überhaupt nicht gepasst. Hab aber von einer sehr, sehr tollen Juicy Jazz, heißt sie, das ist eine amerikanische YouTuberin, habe ich halt, die hat selber ölige Haut und die ist damit hardcore begeistert. Und ich mag diese Tuben, weil ich habe die. Wie heißt die Foundation? Die Perfect Match, nicht die Perfect Match, sondern so eine, wie heißt die denn? So eine Tube von Maybelline, ja. Und die sieht dem sehr ähnlich. Und ich muss sagen, ihr kommt schon eine ganze Ecke damit. Da kommt ihr richtig gut damit klar. Dann habe ich zwei neue Lippenprodukte. Und zwar eigentlich nur eine Farbe, die ich nur nicht besitze. Und zwar die Farbe Red Room vom Jeffree Star Cosmetics. Das ist also nicht dieses Rot, was ich jetzt trage. Das ist so ein richtig. Ja, so ein bisschen herbstlicheres Rot, nicht so ganz so dunkel. Und dann habe ich die Farbe und ich muss sagen, die liebe ich. Und zwar die Farbe Dreamsicle. Ich finde die Farbe wunderschön. Vor allen Dingen, wenn ihr praktisch normal so jetzt so seid wie ich, vom Schminken her, so ein bisschen weniger an den Augen. Zum Beispiel, ich mag gerade überhaupt nicht viel Zeug im Gesicht. Ich habe jetzt auch wieder meinen Winterstecker für mein Septum drin. Ich habe ja letztes Mal einen Kommentar bekommen, dass praktisch das Septum ihr nicht gefällt. Das muss es dir nicht, mein Schatz. Mir muss es gefallen und ich muss das Ding ja auch im Gesicht tragen. Ich habe tatsächlich einige Septumstecker und die mache ich mir auch rein und raus. Das ist für mich halt genauso wie ihr Ohrringe tragt. Ich habe zum Beispiel nur so ganz normale Zirconia-Steckerohrringe, übrigens auch voll warme Ohren. Das habe ich seit der Schwangerschaft irgendwie voll übertrieben. Und ich mag das, gerade so minimalistisches Make-up zu tragen. Ich finde das unnormal schön, weil ich trage zum Beispiel sehr, sehr viel stärkere Augenbrauen. Und zwar kann ich euch da absolut so geil die Kiko Lasting Eyebrows empfehlen. Ich habe jetzt die Farbe 06. Das ist eine hammer, hammer geile Augenbrauenpomade. Die habe ich seit letztem Jahr. Und da muss ich euch sagen, kann Anastasia Beverly Hills echt einstecken, weil die ist nicht krümelig, die trocknet nicht aus. Ich habe die jetzt schon ein Jahr, ich habe einen Tropfen Öl reingemacht, das hält einfach so, so gut. Als Eyeliner zum Beispiel trage ich jetzt gerade wieder gerne Gel-Eyeliner. Und zwar habe ich diesen Topf hier von e.l.f. Cosmetics, den habe ich mir auch wieder neu gekauft. Das gehört auch jetzt in die Hauts mit rein und habe den schon ganz gut benutzt, muss ich sagen. Guck mal, also der ist schon ganz gut angekratzt, ja. Weil ich halt wirklich ordentlich damit arbeite und trage das halt mit so einem schönen Angle Brush auf. Finde das einfach das Hammerergebnis. Aber der Luna Beauty, das ist auch ein ganz toller, müsst mal gucken hier. Kann man das erkennen? Genau. Oh, ich liebe das, wenn das zoomt wieder richtig. Eine tolle Verpackung. Von dem Komfort der Lippen muss ich sagen, sehr schön. Sehr angenehm auf den Lippen. Ja, also richtig geil. Und dann habe ich mir noch zwei Setting Sprays, mehr oder minder. Und zwar ist es ein Hydrating Prime and Care Refresh the Skin Aloe Vera Matcha und Panthenol. Das habe ich mir mitgenommen von der neuen Theke von Catrice, weil
Das ist auch mittlerweile bei den Ami-YouTubern angekommen, dass das scheinbar voll gut sein soll, dieses Spray. Ich habe das noch nie, das ist zum Primen. Zum Primen benutze ich aber allerdings diesen Milk Makeup Hydro Grip Primer. Und habe mir jetzt nochmal einen anderen Geruch geholt von diesem Slay All Day Gerard Cosmetics. Das sind halt alkoholhaltige Setting Sprays. Ihr müsst halt ein bisschen schauen. Also in der Schwangerschaft solltet ihr zum Beispiel nicht Alkohol trinken und nicht zu viele Kosmetikprodukte benutzen, die halt einfach Alkohol enthalten. Hier ist halt als zweiter Ingredients praktisch dieses SD-Alkohol. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich habe mal so ein bisschen geguckt. Das ist einfach so ein Alkohol, der halt praktisch verpufft, ja. Ich benutze es aber nur ganz wenig und auch nur so ein Spritzer übers ganze Gesicht. Das hält aber wie scheiße das Zeug. Das ist unglaublich hartnäckig und muss halt sagen, ich finde das unglaublich gut, ja. Und ich habe mir jetzt praktisch den Geruchsrichtung Jasmin benutzt. Das habe ich jetzt einen halben Monat benutzt. Man benutzt es schon ganz gut. Kostet wesentlich weniger wie das MAC Fix Plus. Das Fix Plus ist mir halt, das ist halt kein Setting Spray, das ist halt eigentlich so ein Spray, um praktisch Puderkonsistenzen miteinander zu verbinden. Und muss halt sagen, dafür funktioniert es eigentlich ganz gut. Aber ich persönlich bevorzuge einfach praktisch Sprays, die halt auch wirklich im Großen und Ganzen funktionieren und nicht nur praktisch jetzt nur was sprayen. Ich habe zum Beispiel auch das Mario Badescu in so eine Love-Flasche umgekippt. Das ist auch ein Tipp, den ich gestern in den Monatsfavoriten erwähnt habe. Einfach benutzt, wenn ihr die Flaschen aufdrehen könnt. Deswegen ist das halt auch richtig geil. Ihr könnt das halt aufdrehen und könnt euch halt euer eigenes Gesichtswasser reinsprühen. Das ist halt echt manchmal nicht so schlecht, weil es gibt bei mir auch Monate, wo ich mir für 40 € jetzt nicht unbedingt erst ein Gesichtswasser kaufen würde. Und hoffe jetzt, wie gesagt, dass diese Flaschen mir auch ein bisschen über so schlechtere Zeiten drüber weghelfen. Wie gesagt, ich behalte die Flaschen, ich wasche die immer aus, dann kommen die hinten immer in Schränkle. Und somit habe ich eigentlich auch immer dann praktisch Sachen da, um praktisch was umzufüllen oder so. Ich habe jetzt zum Beispiel von Mario Badescu, ich zeige es euch mal, habe ich hier dieses Fläschchen. Und das Fläschchen ist voll scheiße. Also das benutze ich tatsächlich nur, um Wasser reinzumachen und für meine Pflanzen. Das ist echt so. Ich bin aber nicht so begeistert, aber da war der Sprüher besser, also habe ich es umgekippt. Und das war auch der Haul von diesem Monat. Und wie gesagt, ich habe jetzt immer wieder so Phasen, wo ich wahnsinnig gerne einkaufe, aber ihr müsst halt auch verstehen, diese ganzen Foundations kosten auch 40 €, 30 €. Das ist halt alles nicht so ganz billiger Shit und deswegen bin ich halt einfach immer sehr darauf verpicht, dass ich halt das, was ich auch einfach habe, auch mal weiter benutze. Nächste Woche kommen ist eine Schwangerschaftswoche und zwar möchte ich einfach mal allgemein über meine Schwangerschaft bis jetzt reden, weil ich bin jetzt eigentlich schon zwei Drittel durch, also ich bin in der 30. Woche, also ich habe jetzt schon einiges zu erzählen und möchte einfach mal zusammenfassen, wie bis jetzt meine Schwangerschaft verlaufen ist, wie sich das für mich jetzt auch die neue, ja einfach auch angefühlt hat die letzte Zeit. Und was für Struggles ich hatte, was für Gedanken ich auch hatte, weil es ist nicht immer alles so ganz so einfach. Also schwanger zu werden ist das eine. Und es ist halt ein bisschen, ja, bisschen struggleig, muss man sagen. Man kann halt nicht immer sagen, oh, es ist alles traumhaft schön und keine Ahnung. Aber ich möchte halt einfach ganz ehrlich mit euch sein. Es ist eine sehr, sehr schwere Zeit. Gerade ich habe es mit der Übelkeit halt ganz übel erwischt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich übergebe mich mehrfach am Tag. Teilweise kann ich nicht mal mehr leckeres Essen behalten. Mir vergeht das Essen irgendwo. Und ich möchte einfach, dass auch diese Seite von mir zeigen, weil es einfach gerade sehr aktuell einfach nur mal das ist, was mich beschäftigt. Und ich möchte euch jetzt hiermit einen wunderschönen Tag wünschen, meine Schätze. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, nächste Woche am Samstag und Sonntag wieder. Weil Samstag und Sonntag, das schaffe ich, im Laufe der Woche halt immer wieder mal ein Video abzudrehen. Aber ich hoffe, wie gesagt, auch, dass euch die neue Qualität der neuen Kamera gefällt, weil sie halt einfach mal besser zoomt. Und ich einfach auch, ich finde, besser drin aussehe, weil das halt das Licht und so alles besser einfängt. Und ich wünsche euch einen wahnsinnig schönen Tag und habt einen wunderschönen Sonntag, meine Lieben. Bei uns in Stuttgart regnet es gerade unfassbar die ganze Zeit. Ich hoffe, dass es euch da besser geht und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, meine Schätze.